sind Daniel und Elisa. Anderthalb Jahre haben wir Europa mit unserem alten Wohnmobil bereist. Nun wechseln wir den Kontinent und das Fahrzeug. Mit einem alten Feuerwehrauto fahren wir schon bald die Panamericana. Hallo zusammen! Wir haben ja Hello. Das letzte Video beendet und verraten, dass wir die Panamericana fahren. Für alle, die dies nicht so ganz genau wissen, die Panamericana ist ein riesengroßer Highway, der Alaska mit Feuerland verbindet. Also einmal komplett durch Nordamerika bis an den äußersten Zipfel von Südamerika geht. Er ist nicht ganz durchgehend, also er wird in Panama noch einmal getrennt durch das Darien Gap. Das ist eine riesengroße Dschungellandschaft, aber im Grunde 30.000 Kilometer Highway. Und die wollen wir mit unserem alten Feuerwehrauto fahren. Ja, das ist ein ziemlich großer Plan, da gibt es viel zu organisieren. Wir müssen unser Feuerwehrauto noch ausbauen. Und was haben wir schon getan? Wir haben schon die Verschiffung gebucht. Das heißt, wir müssen bis Anfang Mai fertig sein. Dann wird unser Auto von Hamburg aus nach Halifax verschifft, also nach Kanada. Und am 23. Mai fliegen wir drei da hier unten auch. Mit Hund dann hinterher und starten unsere Tour in Halifax in Kanada. Und ja, ob wir dann von Kanada noch nach Alaska hochfahren und die gesamte Panamericana fahren, das wissen wir noch nicht genau. Das kommt dann eben auf das Wetter an. Und die Jahreszeit einfach, ja. Das ist unser Projekt und deswegen geben wir gerade volle Kraft für den Ausbau. Mehr zu den organisatorischen Dingen, wenn euch das interessiert, machen wir vielleicht auch noch mal ein separates Video. Da ist nämlich wirklich einiges zu beachten. Okay, weiter geht's mit dem Ausbau. Weiter geht's. Diese Woche ist bei uns etwas chaotisch gestartet. Warum genau? Das erzählt euch nachher Elisa. Ich fange jetzt mal an, die Innenverkleidung des Dachhimmels wieder einzubauen. Jetzt müssen wir noch die Bretter vom Dachhimmel wieder zusägen. Und mit dem starte ich jetzt mal. Wie ihr seht, haben wir schon einen Teil von der Deckenverkleidung angebracht gestern. Jetzt kommt der spannende Teil. Wir müssen jetzt das Dachfenster aussägen und das machen wir jetzt mal. Daniel hat ja schon erwähnt, dass wir zum Anfang der Woche etwas lost waren. Wir wussten nicht genau, wo wir jetzt als nächstes weitermachen sollen. Unser Dachfenster ist in einer kleinen Stelle ein bisschen undicht. Das vordere Dachfenster haben wir gesehen. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass wir am Anfang ein bisschen Probleme hatten mit dem Kleber und das genau an der Stelle eben jetzt nicht komplett abgedichtet hat. Wir können aber nicht ganz genau sagen, woran es lag. Ja, jetzt müssen wir das irgendwie dicht bekommen. Wir können das Fenster oben auf dem Dach noch rundherum silikonieren. Wir glauben auch, dass es dann dicht ist. Das Problem ist nur, dass es diese Woche ziemlich kalt ist und wir deswegen Silikon muss ja bei einer bestimmten Temperatur verarbeitet werden und diese Woche ist es dauerhaft so um die 0 Grad, deswegen können wir das aktuell leider nicht machen. Deswegen können wir auch die Decke noch nicht einziehen und auch von innen das Fenster noch nicht mit dem Rahmen und so festklemmen. Jetzt haben wir aber gesagt, machen wir einfach mit dem hinteren Teil weiter und bauen da zumindest schon mal die Decke hoch und fangen vermutlich auch im Laufe der Woche an, das Bett zu bauen.
Wir verbinden gerade Mittagessen mit Kaffeepause bei Daniels Eltern, ja, mit Bürokratie. Die haben nämlich einen Drucker und wir versuchen jetzt mal unser Visa für Kanada zu beantragen. Und das müssen wir eben ausdrucken, deswegen machen wir das unten. Ich habe meine Pizzastück schon gegessen. Noch die Reste von gestern. Ja. Und es hat angefangen zu schneien. Also ich glaube, heute wird zumindest heute Vormittag erstmal wieder ein Orga-Tag mit Bürokratie. Ja. Ich war gestern noch beim Friseur. 3 Stunden lang gedauert mit den Dreads. Und jetzt ist aber wieder alles schön ordentlich aufgeräumt und nachgehäkelt. Und ja, das mit dem Visa hat gestern leider nicht funktioniert, weil ich am Schluss versehentlich noch meinen falschen Namen eingegeben habe. Den alten, das war ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber ja. Machen wir heute nochmal. Wir haben heute Vormittag genug Zeit, genau, um es nochmal zu probieren. Genau. In Kanada hat funktioniert. Ja, wir dürfen nach Kanada einreisen. Ich bringe euch jetzt aber mal hoch zu Daniel, weil Daniel fährt mit seinem Papa und unserem Feuerwehrauto in die Werkstatt. Und das soll euch Daniel erzählen, warum unser Auto jetzt in die Werkstatt muss. So, wir sind gerade jetzt zu einer Werkstatt gefahren, weil wir die letzten Tage festgestellt haben, dass wir ein bisschen Ölverlust unten haben und da wollen wir jetzt mal danach gucken. Also entweder ist die Ölwanne undicht oder vermutlich ein Simmerring zum Getriebe. Aber das können wir von zu Hause nicht so richtig gucken, deswegen sind wir hier mal in die Werkstatt gefahren, weil die haben eine Grube und da haben wir heute kurzfristig einen Termin bekommen und da können wir uns das mal von unten angucken. Schon wieder draußen, das war ein sehr gutes Ergebnis. Die haben gesagt, das ist nur die Dichtung von der Ölwanne. Also was einfach ist, müssen wir nach der Dichtung noch gucken und dann austauschen, dann passt es soweit. Und sie waren sehr begeistert, das waren 2 Mechaniker da von Mercedes, die haben sich unten das Auto angeguckt und die haben gesagt, wow, für so ein altes Auto sieht das richtig, richtig gut aus unten. Kein Rost, gar nichts. Jetzt
gucken wir nach der Dichtung hier noch und dann geht's nach Hause. Was machst du da gerade? Ich baue unser Bett. Neuer Tag, neues Gewerke. Heute machen wir uns Metallgestänge für die Bettkonstruktion. Gestern war jetzt nicht mehr so viel, was wir gemacht haben. Wir haben noch ein bisschen Bürokratie erledigt. Und wir waren ja gestern in der Werkstatt mit dem guten Ergebnis. Jetzt sägen wir hier mal mit der Oldschool-Säge von meinem Opa noch. Ich weiß nicht, wie alt die ist, aber die ist bestimmt älter wie wir und wie das Auto. Sägen wir mal los. Wir haben den Lattenrost jetzt mal probeweise mit Holzstückchen gestützt und holen jetzt unten mal die Matratze und legen die rein und probieren aus, ob das von der Höhe passt. Wir haben die Matratze jetzt reingelegt und wir haben die Bettkonstruktion behelfsweise mal unterstützt. Ja. Daniel passt rein. Ich habe mich reingelegt, ich passe genau rein, so wie abgemessen. Gott Perfekt. Sei Dank. Ja, Daniel wird das Ganze jetzt noch vollends fertig bauen, die Füße reinmachen und dann war es das aber für diese Woche. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt uns und helft uns, indem ihr unseren Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, uns bringt es ziemlich viel. Genau. Und lasst einen Daumen hoch und vielleicht sogar einen netten Kommentar, würden wir uns freuen. Genau, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Bis Ciao. Nächste Woche. Ciao.